Herzlich willkommen zu diesem Preview-Video vom Tier 9 Kreuzer der Deutschen, der Rhône. Wir sehen die Rhône hier schon direkt natürlich im Hafen. In dem Fall ohne Tarnung, da wurde ich darum gebeten, dass ich das mal so zeige. Und natürlich gehe ich da auf eure Wünsche drauf ein. Die Rhône ist ein Papierschiff, beziehungsweise von einer Blaupause stammend und dementsprechend hier keinerlei große Historie, die ich erzählen kann. Seht es mir nach an dieser Stelle. Dafür schauen wir uns die Module und alles andere dafür umso genauer an. Ich springe in die Module und wir sehen, wir können hier einiges erforschen. Und zwar bessere Kanonen, die die Turmdrehgeschwindigkeit um 7,5 Sekunden reduzieren und die Schussfrequenz sogar etwas erhöhen. Man sieht, dass man hier einen Rumpf B bekommt, der die Hitpoints um 6.100 auf 49.500 erhöht. Und damit sozusagen ist man schon mit dem Tier 9 Kreuzer auf der Stufe der 10er Hitpoints der USA und sogar über den Japanern. Also etwas unter den USA und etwas über den Japanern. Flugabwehr, alles andere wird dadurch auch verbessert, also ein sehr sinnvolles Upgrade. Und die Reichweite kann man auf 17,8 Kilometer der Artillerie steigern. So, wir sehen, wir haben 49.500 Struktur mit dem Schiff. Wir haben 3x3 203 mm Türme. Die Sekundärbewaffnung kann sich auch sehen lassen. Also hier ist da einiges an Start. Die 2x4 Torpedowerfer auf jeder Seite. In Summe dann 4 Stück. Hier und auf der anderen Seite eben auch. So. Dann sehen wir, die Höchstgeschwindigkeit von der Rhône liegt bei 32,9 Knoten. Wir haben eine Wende, oder wir haben einen Wendekreis von 780 Meter und eine Ruderstellzeit von 11,4 Sekunden. Also der ist dann definitiv eher für einen schweren Kreuzer dann da. Die Verborgenheit ist auch recht mau. 14,4 Kilometer Oberflächensichtbarkeit. Oder aus der Luft sind es dann 10 Kilometer. Also dementsprechend hier wieder auf die Reichweite der Geschütze stürzen. Nun gut, das war's hier. Wir schauen uns natürlich gleich noch den Wettbewerbsvergleich an, wie in gewohnter Form. Und danach gibt es natürlich wieder ein schönes Gameplay. Nun also der Wettbewerbsvergleich zwischen Rhône, Ibuki und Baltimore. Wir fangen als erstes mit den Trefferpunkten an und seht es mir bitte nach, dass ich es nicht anders darstellen kann, aber bei den anderen beiden Schiffen seht ihr den Stockzustand. Ich erkläre es aber euch natürlich euch noch dazu, wie es im finalen Zustand aussieht. Besonders natürlich wichtig die Hitpoints. Da ist die Rhône mit 49.500 weit voraus vor der Baltimore mit 42.700 und die Ibuki mit 39.000. Also da haben wir fast 10.000 oder über 10.000 mehr sogar als die Ibuki und doch nochmal deutlich mehr, in dem Fall fast 7.000 mehr als die Baltimore. Also das ist sensationell. Dafür, wie ihr aber seht, die Panzerung von der Baltimore ist die beste. Dann kommt die Ibuki und die Rhône ist da im Hintertreffen. Die Artillerie, die Reichweite sind wir mit 17,8 Kilometer führend. Vor der Ibuki dann mit 16,5 ausgebaut und die Baltimore hat lediglich 15,8, also da sind wir 2 Kilometer voraus und sollten das auch ausspielen, weil ihr seht, wie ihr gesehen habt, ist die Panzerung von der Baltimore einfach besser. Aber nominell haben wir hier auf Tier 9 die stärkste Artillerie. Die Torpedos, da sind wir mit 6 Kilometer 2x4 533 mm Torpedos bestückt. Das ist aber für die Ibuki, die kann darüber nur lachen, die hat 4x4 610 mm, die auch nochmal 4 Kilometer weiterkommen, nämlich in Summe 10 Kilometer. Also die schießt auf eine Seite nicht nur wie wir 4 ab, sondern gleich 8 an der Zahl. Die Baltimore natürlich typisch USA, hat gar keine Torpedos. Manövrierfähigkeit, auch natürlich immer ein Thema, da sind wir
knapp schneller als die Baltimore. Die hat nämlich 32,8 Knoten, wir 32,9. Allerdings die Ibuki hier, das Rennpferd mit 35,4. Der Wendekreis, da liegen wir an der Spitze der Negativliste sozusagen. Wir brauchen nämlich 780 Meter, die Ibuki 770 und die Baltimore schafft es in 730 mm. Und eben auch typisch für die Deutschen, die Ruderstellzeit ist hier die längste in dem Fall mit 11,4 Sekunden, die Ibuki die schnellste mit 9,5 und die Baltimore mit 10,2 im Mittelfeld. Bei der Verborgenheit sind wir auch im Hintertreffen, da haben wir einen Wert von 41, die USA 51 und die Japaner sogar 53. Also wir gehen einfach da deutlich früher auf als die anderen beiden Mitbewerber. Nun aber auch noch natürlich wichtig immer die Kanonen. Wir haben eine Feuerrate von 5 Schuss die Minute. Die Ibuki hat 4 Schuss und die Baltimore hat 4,6 Schuss. Wir drehen deutlich am schnellsten mit 22,5 Sekunden. Die Ibuki braucht 36 Sekunden und die Baltimore mit den verbesserten Türmen immer noch 30 Sekunden. Dafür, wie ihr seht, der Schaden der HE-Granate bei uns deutlich weniger als bei Ibuki und Baltimore. Ibuki hat 3300, damit 1000 mehr als wir und selbst die Baltimore macht nochmal 500 Schaden mehr, nämlich 2800. Bei den AP-Granaten ist es dann etwas anders, die Ibuki macht 100 weniger als wir, nämlich 4,7 zu 4,8, allerdings die Baltimore da am meisten. So, das war der Wettbewerbsvergleich und nun allerdings eine Runde Gameplay mit der Rohan und darauf dürft ihr euch freuen. Bis gleich. So, und dann sind wir also jetzt im Gefecht hier auf der Karte Gefahrenherd. Sind hier Top-Tier mit unserem 9er. 9er, 8er, 7er auf Gegenseite, von dem er das verspricht, schon mal Potenzial. Ganz kurz auch immer ein Thema, der Fächer der Torpedos, beziehungsweise wie man diese platzieren kann. Und da sieht man hat hier eine schöne Reichweite. Das liegt natürlich daran, weil die Torpedos hier mittig im Schiff positioniert sind. Ansonsten haben wir noch sogar noch einen Aufklärer, der unsere Reichweite von eh schon knapp 18 Kilometer nochmal um 20% erhöht. Also dann auf über 21 Kilometer. Das ist sensationell. Auf die Tirpitz langt es leider noch nicht. Und ihr seht ja die Auslegung, zwei Türme hinten, ein Turm vorne. Ist natürlich auch prädestiniert dafür, wenn man mal irgendwo vom Gegner flüchten muss, dass man aber immer noch schön mit den beiden Türmen hinten wirken und agieren kann. Das ist schon sehr nice. The enemy team has taken the lead. So, und auf die Pensacola komme ich jetzt drauf. Auch wenn es natürlich kein leichter Schuss wird. Ja, die ging gar nicht so weit daneben. Schade, schade. Und die nächsten. Ah, da treffen wenigstens zwei. In dem Fall noch mit HE geschossen. Theoretisch sollte man dann doch für den eher AP nehmen. Ich wechsle jetzt auch mal meine Munition, weil gefühlt komme ich gerade auf deutlich mehr Kreuzer, die mir schön die Seite zeigen, als dass ich hier mich mit Schlachtschiffen ärgern müsste. Ja, da hat nicht viel gefehlt, schade drum. Da kam auch ein Treffer noch an. Jetzt ist der Scout wieder zurück. So, die Pensacola ärgert sich natürlich schon wieder, weil er wahrscheinlich alleine reingefahren ist.
und gestorben ist. Aber auch die gibt's immer wieder. Und jetzt wird auf die Miyoko geschossen. Da haben wir schon mal eine Zitadelle treffen können. Sehr schön, mit zwei Treffern. Nochmal zwei Hits. Allerdings die jetzt nicht mehr so tragisch für ihn. Oh, die New Orleans hat da jetzt sich gut in den Schuss reingefahren und dementsprechend hatte er da jetzt schlechte Karten. So, die Ibuki schießt jetzt hier auf uns. Beziehungsweise, was haben wir denn da? Fletcher. Falsche Munitionsart leider, aber lieber ein Schaden als gar kein Schaden. Und nochmal sowas und dann wäre er auch weg. Na, klappt's mit dem Hit? Ja. Und hier hat die Fletcher natürlich jetzt mal ihre tödliche Fracht ins Wasser gesetzt. Wie gesagt, die Ruderstellzeit ist ein bisschen was. Noch liegt der Gegner vorne. Aber das heißt ja noch nichts. Wir sind noch gefühlt sehr früh im Spiel. Sie haben nur den zweiten Cap, der ihnen gerade sehr gut tut. Die Iowa kreuzt jetzt komplett so rein, hat mich gar nicht gesehen. Schaut hier sehr stur auf die Gegner, deswegen sind wir hier verdammt drehen zu müssen, aber eher ungut. So, die Pensacola kommt ja wieder in unsere Richtung, weil eigentlich sollte die Iowa mal vielleicht Richtung Cap fahren, zumindest oder Richtung Gegner. Dementsprechend bremse ich jetzt mal ab und kann dann in ihren Rücken durchschlupfen, Richtung C. Weil langsam sollte man da ein bisschen aktiver werden. Wenigstens steht jetzt hier schon die Nagato drin, aber die hat sich jetzt natürlich mit den falschen Torpedos angelegt. Und dementsprechend ist das schon nicht möglich. Gibt auch gleich einen Flame für den neuner Flugzeugträger von der Nagato. Naja, mein Gott. Aber soll uns nicht weiter stören. Schade, jetzt ist sie genauso reingedreht, wie ich sie vorher gebraucht habe. Ich habe gedacht, die wird anders kommen. Dementsprechend hatte ich jetzt auf HE gewechselt. Sonst wäre sie wahrscheinlich jetzt weg gewesen. Aber ist nun auch so passiert. Und ihr seht, wir kämpfen uns jetzt hier gerade zurück. Das war jetzt auf die Tirpitz.
Und jetzt wir gegen die Tierpets im Close Combat. Das kann ja was werden. Gerade weil die Tierpets genau wie wir auch eben über Torpedos verfügt. Und jetzt ist meine Idee, meine Torpedos so auf sie zu bekommen, dass sie ihre nicht auf uns bekommt. Mal schauen, wie das funktioniert. Deswegen jetzt abbremsen. Ich warte noch die Torpedos ab. Ich konnte sie versenken, das ist die Frage. Kommen hier noch Torps rein? Nein, kommen keine mehr. Lief gut. Und jetzt links vorbei und vielleicht auch den Cap gleich mitnehmen. Das wäre natürlich ideal. Aber ich will jetzt nicht so hier. Ich will mich jetzt am besten ein bisschen hinter der Insel erstmal aufhalten, um nicht direkt wieder dem Gegnerfeuer komplett ausgesetzt zu sein. Aber der Gegner fährt eh weg. Beziehungsweise die North Carolina kommt da gerade noch so. Die nehme ich mit. Und jetzt fahre ich doch so, wie ich eigentlich nicht fahren wollte. Reparieren kann man auch nochmal an dieser Stelle. Geht ja. Der Hakan kommt da ganz gefährlich auf uns zu. Und da hat er jetzt auch gut getroffen. Aber wir konnten ihn wenigstens anzünden. Komm schon, noch eine Salve. Und dann jetzt erstmal ein bisschen weg. Nochmal angezündet, sehr wichtig. Muss ich aufpassen, weil von hier vorne da können natürlich auch gleich wieder die anderen auftauchen. Die Ibuki, die Atago. Aktuell haben wir auf jeden Fall 2 Punkte, das ist schon mal viel wert. Sehr gut von der Fletcher. Sensationell. Und da hinten ist jetzt die Ibuki. Ist nur die Frage, was macht die North Carolina jetzt gerade, effektiv gesehen? Aber ich denke, die ist noch immer so hinter der Insel, dass sie da keine große Wirkung hat. Dementsprechend kümmern wir uns jetzt um die Fubuki. Ja, so viel dazu. Schießt mir schon in den Rücken. Die North Carolina meine ich. Oh ja. Schade, schöner Hit, allerdings nicht genug Schaden.
keine Zitadelle. Jetzt allerdings und vielleicht jetzt weg mit... Ja, sehr gut. Sehr wichtiger Kill. Nochmal schnell reparieren, bevor die nächste Salve der North Carolina kommt. Die sich jetzt eh Gott sei Dank hier auf meine andere kümmert. Und damit ist das Gefecht gewonnen. Sehr schöne Runde. Sehr gut und sehr erfolgreich, wie ich es mir vorstelle für eine Preview. 88 Treffer, 3 Torpedos, wo wir dann doch den anderen ganz schön geärgert hatten. 3 Zitadellen unterm Strich. Sehr ordentlich. 1754 Basis-XP. Und wir kumulieren mal. Wir haben hier 20, 70, knapp 90.000 Schaden. Von dem her, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und hat euch einen guten Einblick in die Runen gebracht. Von dem her, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.